seine Zeit zur Wohnungsgenossenschaft investiert in Naumburg in Sichtweite des Domes in insgesamt 30 Wohnungen. Diese Tatsache allein wirft schon diverse Fragen auf. Wir sprachen dazu mit Geschäftsführer der Zeitzer Wohnungsgenossenschaft 1. Mai EG, Carsten Batscher. Unser Geschäftsmodell sieht vor, dass wir einerseits unseren eigenen Bestand weiterentwickeln, insbesondere in Zeitz, das sind 1600 Wohnungen, und dass wir sukzessive so von Jahr zu Jahr immer mal einen Neubau realisieren. Das haben wir zweimal in Zeitz getan und in 2014 standen wir wieder vor der Frage, ob wir uns wieder mal mit einem Neubau tragen. In Zeitz hat sich damals nichts angeboten, deshalb haben wir im näheren und etwas weiteren Umfeld geschaut, wo sich Möglichkeiten anbieten und sind dabei auf Naumburg gekommen, auf das Projekt in Michaelisholz, was wir in 2016 abgeschlossen haben. Und inzwischen hat sich ein neues Projekt ergeben und wir sind in die Innenstadt gerückt, ans Georgentor, und realisieren dort unseren nächsten Neubau in Naumburg. Bereits im März konnte im Wohnpark Georgenpark in Naumburg ein weiteres Mal Richtfest gefeiert werden. Und Geschäftsführer Carsten Batscher ließ es sich natürlich nicht nehmen, den letzten symbolischen Nagel einzuschlagen. Wie hatte eigentlich Naumburg auf die Bauaktivitäten der Zeitzer reagiert? Also seitens der Stadt fand man das sehr interessant und hat uns auch mit offenen Händen aufgenommen. Ich erinnere mich an die Worte der Stadtplanerin Michaelisholz, als gesagt wurde, ja, sie freuen sich, dass sich Naumburg als Wohnstandort entwickelt und dass wir einen guten Beitrag dazu leisten können. Auch unser neuestes Projekt ist da ganz gut angekommen. Und ich denke, wir können auch für unsere Mitglieder einen guten Beitrag leisten, indem wir nicht nur an den Standort Zeit, sondern insgesamt an den Burgenlandkreis bei unseren Neubauten denken. Natürlich braucht es für solche Vorhaben verlässliche Partner. Bereits seit vielen Jahren arbeitet man ausschließlich mit regionalen Firmen und Geldinstituten zusammen. Die Volks- und Raiffeisenbank sowie die Sparkasse Burgenlandkreis nahmen das Projekt wohlwollend an und unterstützten die Wohnungsgenossenschaft bei der Verwirklichung. Also die Firma Bienersbau arbeitet schon seit vielen Jahren, also ganz konkret seit 2010 für uns. Wir haben sie als leistungsfähigen, zuverlässigen Partner erlebt. Der erste Neubau, den wir realisiert haben mit der Firma Bienersbau, war unser Projekt in der Emanuel-Kant-Straße, die Stadtvilla Schlossblick. Danach haben wir noch verschiedene Aufzugseinbauten, nenne ich es mal, realisieren können mit der Firma Bienersbau, immer zuverlässig, immer leistungsfähig. Und das Projekt am Michaelisholz hat sich dann so ergeben, dass die Firma Bienersbau Generalunternehmer war. Und nachdem wir das Grundstück in der Georgenstraße, wir nennen das intern den Georgengarten, erwerben konnten in 2015, die Stadt Naumburg positiv dem Projekt gegenüberstand und auch das entsprechende Baurecht geschaffen hat, hat sich ergeben, dass die Firma Bienersbau als Generalunternehmer dort für uns wieder arbeiten wird. Das Bauunternehmen ist seit 15 Jahren am Markt tätig und kann schon zahlreiche abgeschlossene Projekte vorweisen. Angefangen mit 3 Beschäftigten zählt das Unternehmen mittlerweile 45 Mitarbeiter, die alle aus dem Burgenlandkreis kommen. Wir bauen jetzt hier für die Wohnungsbaugenossenschaft 1. Mai. Die haben jetzt 5 Häuser gekauft, 6 WE, also 6 Wohneinheiten pro Haus, ja, also 30 Wohneinheiten. Ja. Dann kommt hier vorne noch auf die andere Ecke nochmal ein Haus mit 3 Wohneinheiten hin, mit einer Wärmepumpe oder mit Blockheizkraftwerk und einer separaten Heizungsanlage, wo wir das ganze Viertel beheizen oder die Wärme bereitstellen. Und in das Mitte des Objekts kommt die Volkssolidarität, die hier betreutes Wohnen macht mit 26 Wohneinheiten und so einer Sozialstation. Bienersbau fungiert bei diesem Vorhaben als Generalunternehmer. Das bedeutet, die 5 Häuser werden der Wohnungsgenossenschaft schlüsselfertig übergeben. In den 5 Häusern entstehen jeweils 6 Wohnungen. Angefangen von 2 bis 4 Raumwohnungen, die alle über einen großen Balkon bzw. Terrasse verfügen werden. Ganz so glatt, wie es sich jetzt anhört, liefen die Bauvorbereitungen aber nicht. Die Nähe zum Dom brachten auch ein paar Schwierigkeiten mit sich. Ja, wir mussten jetzt an mehreren Stellen Zugschachtungen machen, weil das außerhalb nicht der Stadtmauer, sondern der Domeinfriedung ist. Die Mauer, die wir jetzt nochmal errichten, das war eine Auflage, dass wir bauen durften, ja, dass jetzt die Mauer errichtet wird. Weil alle, die innerhalb von der Mauer wohnten, brauchten früher keine Steuern zahlen. Die wohnten im Dombezirk und das war außerhalb. Und da konnte hier auch noch jemand hier gesiedelt haben und das musste vorneweg untersucht werden. Wurde was gefunden?
Es wurde nicht gefunden, zum Glück, weil sonst hätte sich das, die ganze Baumaßnahme nach hinten verschoben. Trotz der guten Bauvorschritte, ein Datum für die Fertigstellung der modernen Wohnanlage wollte uns Carsten Batscher nicht sagen. Ja, ich will es mal nicht ganz konkret sagen. Ich nenne mal das 4. Quartal als Einzugstermin. Die ersten werden vielleicht zu Weihnachten in den neuen Wohnungen sein. Es ist ein bisschen schwierig vom Baufortschritt, weil wir die hinteren Gebäude zuerst bauen und natürlich am Ende auch die Zufahrt zu den hinteren Gebäuden haben müssen. Aber wir sind ganz gut im Plan bis jetzt. Der Winter im Januar hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich habe da großes Vertrauen in die Baufirmen, insbesondere in die Firma Binasbau, dass sie den Baurückstand wieder aufholen und wir planmäßig im 4. Quartal unsere neuen Mitglieder dort begrüßen können.